Der sogenannte Ibiza-Untersuchungsausschuss geht mit großen Schritten seinem Ende entgegen. Aber bevor es soweit ist, erwarten uns heute wieder einige spannende Befragungen. Ex-Justizminister Josef Moser ist dabei, genauso wie Elisabeth Köstinger, die Landwirtschaftsministerin der ÖVP. Morgen folgen dann noch Finanzminister Gernot Blümel und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Eine Vorschau von Matthias Westhoff. Um 10 Uhr wird Josef Moser, Ex-Justizminister der ÖVP-FPÖ-Regierung, im Untersuchungsausschuss Platz nehmen. Ihn werden die Abgeordneten hauptsächlich zu den Ermittlungen nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos befragen und dazu, ob der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ursprünglich keine aktive Rolle hätte zukommen sollen, wie ein justizinternes Mail nahelegt. Ob dem wirklich so war, wird der ehemalige Minister im Rahmen der Befragung erklären können. Danach werden die Abgeordneten ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger zur türkis-blauen Koalition allgemein und zu Postenbesetzungen während dieser im Speziellen befragen. Als Dritter gibt der ÖVP-nahe Strategie- und Kommunikationsberater Daniel Kapp Auskunft, der zu den Ermittlungen rund um das Ibiza-Video geladen ist.